Willkommen zurück hier in Hausflipper, in unserer zweiten Bude. Wir haben sie ja fast fertig. Zuhälter-Schlafzimmer ist fertig, Flur-Wohnzimmerbereich ist fertig, die Küche ist fertig. Es fehlt eigentlich nur noch das Klo. Und mit dem guten Klo werden wir uns jetzt auch beschäftigen. Geht das Licht hier nicht? Doch, aber gut, bringt jetzt nichts. Ich mach mal an, weil... und mal aus. Es eh gleich wegkommt. Die kommt weg, das Klo kommt weg, die kommt weg. So ist das. Der Lichtschalter hängt hier hoch. Bescheuert, du. Der hängt... Was ist denn das für ein Anschluss hier? Heizung, oder? Es ist immer noch ein wenig dreckig. Ja, immer mit der Ruhe. Wir sind ja noch nicht so weit. Was ist denn das hier für ein Anschluss? Okay, machen wir erstmal sauber. Was sein muss, muss sein. So, künstlerisches Durcheinander nennt sie den Dreck. Ah ja, die Lampe muss auch noch weg. So, hier drin ist alles weg. Dann gucken wir mal. Ich muss noch wissen, was das hier ist. Das ist, Waschbecken. Das war Klo, aber was ist das hier für ein Anschluss? Dusche. Dusche. Okay. Geht einmal kurz weg. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz Fenster sauber. Das stört mich irgendwie. Mit hier im Dunkeln sieht man das richtig. So. Dann machen wir erstmal Licht, würde ich sagen, weil ich finde, in diesem kleinen Raum ist die Taschenlampe total überblendet. Kümmern wir uns erstmal ums Licht. Lichter, wir nehmen Deckenlampen. Irgendwas Kleines an die Wand, das war, ist ja nicht gerade groß, das Bad. Guck mal, sowas in der Art, obwohl das passt nicht unbedingt im Bad, ne? Was hatten wir schon? Kronleuchter Lukiana passt ja auch nicht wirklich. Weihnachtsstern passt jetzt nicht unbedingt. Weihnachten ist vorbei. Ja, ich brauche hier irgendwas, was ja nicht so weit runterhängt. Die hatten wir ja, Deckenlampe Birke. Die sind so pottenhässlich. Halogenlampe, das wird hier schon passen. Aber die Frage ist, ob die Hellgenuss sind. Müsste man mal gucken, ne? Könnte man ja zwei Stück hinsetzen. Ungefähr in die Mitte. Wo ist ungefähr die Mitte? Hier, ne? So. Und vielleicht noch ungefähr ein hier. So, machen wir mal kurz Licht aus und machen wir mal Licht an. Ja, gut, aber für ein Klo ist es hell genug. Ich weiß nicht, warum hier zwei Lichtschalter hängen, ehrlich gesagt. Ja, einen verkaufen wir mal. War eh Müll. Sind die Müll? Echt? Ja, dann machen wir dann mal kurz einen neuen ran. Ist das in den anderen Räumen aus, so? Lichtschalter? Ah, machen wir einfach so einen Rinn. Das passt so schon. Hier wieder ungefähr auf die Höhe. Zack. Jo, das geht. Das geht. So, wir machen hier an den Wänden wieder so helle Fliesen, unten wieder dunkler. Ich finde, das passt immer ganz gut. Da gucken wir jetzt einmal kurz. Fliesen, Fliesen. Wir müssen auch mal dahin. Bodendecke. Boden- und Deckenfliesen. Jo. Ich wollte aber erst die Wände. Wurde, wurde, Wände. So. Wandfliesen. Hier machen wir ausnahmsweise mal komplett rum. Ah, die haben wir in der Küche, ne? Gucken wir mal, was es hier sonst so gibt. Weiße, viereckige Fliesen. Könnte ich auch mal so muss, aber das ist so, so Mittelalter, ne? Das passt so gar nicht mehr heutzutage. Irgendwas Helles. Weiße Fliesen, Cotta Stone. Die finde ich eigentlich ganz hübsch, ehrlich gesagt. So, da wir das ganze Bad machen wollen, brauchen wir mindestens 4 bis 5. Sehr schön. Sehen wir mal kurz ran. Gucken wir mal, ob das auch noch skillen kann. Dass es schneller geht, aber... Zieht sich ein bisschen, wenn man das ganze Bad macht, ne? So, geht doch, dann leg mal die eine, die wir über haben, ab. Die verkaufen wir. Fußball machen wir jetzt wieder so einen etwas lockeren rein. Ist ja heutzutage so. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch ganz hübsch. Wir hatten aber auch einen Skillpunkt. Schnellere Vergipsung, den Rest haben wir ja schon alles. Gut, in der Vergipsung auch noch ein bisschen. Sehr schön. Dann gucken wir jetzt auch einmal nach Fußboden. Und Fliesen brauchen wir nicht mehr. Den müssen wir hier auch einmal zurück. Genau, Bodendecke, Boden- und Deckenfliesen. Da machen wir was Graues oder so rein.
Dunkler Marmor, na, obwohl, Marmor haben wir ja noch gar nicht. Die Bude ist noch nicht luxuriös genug. Jo. Ja, ja, gut, es ist sehr, sehr dunkel, ne? Aber dafür haben wir helle Wände. Dann passt das schon. Das Ding müssen wir einmal ordentlich hier montieren. Einmal anschließen. Dann bauen wir gleich noch eine ordentliche Dusche rein. Ich glaube, mehr als eine Standarddusche passt. Hier aber allerdings nicht. Und das ist, wen wir sehen. Sehr schön. Haben wir noch irgendwo eine Steckdose? Nee, ne? Sehr schön. Die Halogenstrahler passen jetzt. Wo es heller ist, passt das. Gut, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um die Gardinen, sonst kommen wir da gleich nicht mehr ran. Und dann kommt Toilette und das alles. Wo hatten wir das paar Fenster, ne? Vorhänge und Jalousien. Da würde ich sagen, machen wir auch wieder, das ist ein Badezimmer, so eine normale Jalousien ran. Wie wir in der Küche auch schon haben. So eine. Vielleicht eine andere Farbe? Jo. Hau ran. Montier das gute Stück einmal. Es tut mir leid. Mit dem Husten. Es tut mir wirklich leid. Ja, das geht aber. Das geht aber. So, dann kommt jetzt das schöne Toilettchen. Dann gehen wir mal ein. Toilette. So. Montierbare Standard-Metalltoilette. Igitt. Ich weiß nicht, ob so ein hängendes Klo hier ranpasst. Kannst du mal ausprobieren, ne? Nee, ne? Ich glaube, die brauchen einen extra Anschluss. Kann das sein? Oder wie soll man die anbauen? Ja, mal kurz gucken. Hängende Wandtoilette. Aber die müssen man ja irgendwie einbauen können, ne? Wasserinstallation der Toilette. Das ist ein normaler Toilettenanschluss, den wir hier haben. Aber wie kriegt man denn die Wandtoiletten an die Wand? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dann müssen wir erstmal eine andere Toilette nehmen. Daraus geht ja nicht anders. Aber gut, dann nehmen wir hier die. Die geht zumindest einigermaßen. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Wie man die am besten anbaut. Oh, ein bisschen mittig vom Fenster. Ungefähr so. So. Einmal anbauen. Sehr schön. Hier kommt ihm wieder das Waschbecken hin. Da gucken wir dann auch noch einmal. So, ich meine, na, wir haben jetzt genug Pastellfarben. Wir haben definitiv genug. Waschbecken gibt es ja leider auch keine hübschen hier im Spiel. Ne? Das ist das Problem. Finde ich jetzt persönlich. Das ist wirklich das Einzige, was mir persönlich gefehlt. Ist alles Geschmackssache. Das da. Ich finde, die Farbe passt ja auch ein bisschen zum Boden und so. Jo, einmal montieren, das gute Stück. Hau rein. Ja, ja, und nicht gleich hier Wasser rauslaufen lassen. Ach, da. Gut. So, schiebe ran, dann haben wir es auch. Was ist denn das da? Ist gleich die Hälfte ausgelaufen hier, oder was? Nimm mal hier im Besen. Schon besser. So, was jetzt natürlich noch fehlt, ist eine Dusche. Dusche könnte hier ein bisschen eng werden. Da passt definitiv nur die Ideal Standard Dusche. Die war ganz unten, ne? Genau, die hier, die... Geht nicht anders. Das passt hier nicht anders. Das muss so. Dann haben wir hier die Standarddusche drin. Es ist halt ein sehr beengtes Bad hier. So, den noch einmal ran, den ron. Sehr schön. Einmal da reinstöpseln. Ich hoffe jetzt, ich habe dich auf die richtige Seite gebaut, nicht, dass die Tür gleich nicht mehr aufgeht. Ah, sieht aber fast aus. Gut.
So, die nochmal. Ganz schön umständlich, diese Duschen, ne? Wenn man mal so sieht, aus wie vielen Teilen die bestehen. Ja, ja, gut, ja, gut. Aber hier muss man ja nicht unbedingt rein. Die geht ja auch hier auf, ne? Ja. Den passt das schon. So, hier kommt auf jeden Fall noch ein Spiegel rüber. Auf jeden Fall. Mal gucken, hier vielleicht so ein kleines, schmales Regal ran oder so. Das Bad ist sehr beengt. Gucken wir erstmal nach Spiegel. Spiegel? Ich guck lieber mal nach Wandspiegel. Findet er nichts? Okay, warte mal, machen wir anders. Das ist sowieso hier. Nicht so Wolfel-Zubehör wuldig. Bodezimmer, das sind nur die Sachen, ne? Ja, ich wollte einen Spiegel. Einen guten alten Spiegel. Dann haben wir hier nicht. Dekoration nicht. Lichter, Möbel wahrscheinlich. Badezimmer. Hängend. Ah, das sind so Badezimmerschränke. Ja, Podeste. Eckregal. Spiegel ist nicht mehr zwischen? Echt nicht? Spiegel zählt für mich schon an Möbel, aber hier anscheinend nicht. Wo haben wir denn die Spiegel? Das ist eine gute Wand. Vielleicht Deko? Ja, die Spiegel zählen hier als Deko, okay. Der Spiegel ist eigentlich ganz hübsch, obwohl ich eher die eckigen mag. Oh, das ist so alles Geschmackssache. Das ist ein komischer Spiegel hier. Das ist ein sehr großer Spiegel. Spiegelrettungsring, Spiegelmodul, Diamantspiegel. Das ist eher für den Flur oder sowas. Lederspiegel, was ist das da oben? Licht oder was ist das? Ah, wir nehmen den da. Oder? Nein, wir nehmen den nicht. Der ist viel zu klein. Scheint ich eher zum Zusammensetzen. Spiegelmodul. Okay, aber sowas könnte man nehmen, ne? Farbe passt auch. Eher. Was zum Rausstellen oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, so ein Eckregal kriegen wir hier nicht hin. Ne. Hier übers Klo will ich auch nicht unbedingt was hängen. Vielleicht ein Bild oder so. Hier muss irgendwas Schmales in der Ecke stehen. Gut, gehen wir nochmal zurück. Möbel. Badezimmer. Stehend. Irgendwas Schmales muss an die Ecke. Irgendwas sehr Schmales. Und so, ich hätte schon gern so einen Badezimmerschrank, aber... Wir haben da ja nur wirklich nicht sehr viel Platz. Die sind alle zu dick, das kann ich so schon sagen. Oder? Ah, geht aber, ne? Ich meine, nicht zu dicht dran, sonst haut man da mit der Dusche gegen. Ah, geht aber, ne? Ist sehr beengt, ja. Aber es geht. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Ganz wichtig. Toilettenpapier. Da nehmen wir natürlich den. Genau. So, den hängen wir am besten hier so neben. Zack. Dann stellen wir nur so ein paar kleine andere Dekos nochmal drauf. Einmal, ja, Möbel ist schon richtig, aber Zubehör und Badezimmer, da haben wir nämlich alles. Stellen wir erstmal so einen schönen Zahnbürstenbecher mit hin. Dass die immer so gigantisch sind, ne? So, aber wir haben ja noch andere Deko-Sachen. So ist es nicht, ne? Seifenspender. Jo, komm, nehmen wir den noch. Ja, Farbe passt. Ich finde, bei Deko-Sachen ist die Farbe nicht mehr so ziemlich egal. Zack. So, das ist aber fürs Waschbecken eigentlich auch schon genug. Aber mal gucken, was wir sonst noch haben. Ah, schöne Haarbürste. Mal gucken, nicht unbedingt fürs Waschbecken, aber die könnte man hier so rauflegen.
bisschen schräger, so aussieht, als wenn es benutzt wurde. Ich stelle mir gleich noch eine Klopapierrolle mit drauf. Es ist halt ein spartanisch eingerichtetes Bad. Also ein sehr kleines Löchlein hier. Handtuch, ja, aber ein Handtuch hätte ich gerne an der Wand hängen. Dunkles Regal mit Bügel. Oh, mal gucken, was ganz anders zu groß ist. Wo das passt hier so, ne? Da könnte man nämlich dann auch nochmal was rausstellen. Shampoo und sowas. Jo. So, Taschentuch, Razor. Ne, Zahnputzbecher, Seife und sowas haben wir. Handtuchhalter haben wir jetzt auch. Guck mal, ein Harttrockner zum Beispiel. Könnte man hier mit draufpacken, wenn er post. Tut er nicht, aber den kann man da mal draufpacken. Jo. Natürlich griffbereit. Sehr schön. Oh, Zahnbürste, okay, Toilettenpapierhalter mit Klappet, Klopapier haben wir. Wo ist denn Shampoo und so ein Zeugs? Das gehört auch zum Badezimmerzubehör. Hundeshampoo ist hier mit zwischen, aber normales Shampoo nicht. Shampoo. Sauna. Hätte mich gewundert, wenn hier Shampoo zwischen steht, aber gut. Nee, das sind alles so extra Sachen. Behälter. Das sind Mülltonnen, ne? Naja. Kosmetik vielleicht? Dammduschgefäß. Jo. Gibt doch so hier mit drauf. So. Machen wir noch ein Herrenduschgel dazu. Wunderbar. So, Shampoo. Ja gut, wir brauchen hier eigentlich auch Shampoo, ne? Ein Duschgel alleine reicht nicht. So, nochmal ein Darmshampoo und dann nehmen wir nochmal ein Herrenshampoo. Man, allzu viel passt da ja nicht drauf. Jo, das reicht doch schon. Ich hänge hier auf dem... Ich hänge hier fest. Jetzt. Ich hänge auf dem Klo fest. Ja, das reicht schon. Haben wir ein bisschen Shampoo, Zahnputzzeug, Seife, ja, Handtuch, das reicht ja. Man könnte hier natürlich nochmal, ja, ich glaube, das machen wir auch. Handtuch reinlegen. Handtuch, die hatten wir hier oben, ne? So, dann nehmen wir die guten. Ich weiß, die gibt es in verschiedenen Farben, aber will ich jetzt gar nicht. Können wir ja in verschiedenen Farben hier reinlegen. So, hier unten vielleicht nochmal einen weißen. Wir packen den ganzen Schrank jetzt. Der ist zu weit hinten. Voll mit Handtüchern. Sehr schön. Dann nochmal so eins. Zack. Und hier auch nochmal. Oder hier besser gesagt. Dass es ein bisschen durcheinander aussieht. So. Dann nehmen wir mal rosa dazu. Das können wir da hinpacken. Und da nochmal hin. So. Das Gelbe haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ne, wir haben anderes Gelb. Gut, den packen wir dahin und dahin. Der muss ein bisschen weiter hinten. Der muss ein bisschen weiter vorne. Mensch, die Handtücher sollen... Ja, so geht's schon. Ja, einigermaßen zumindest. Die sollen schon ein bisschen symmetrisch stehen, ne? Und dann packen wir doch jetzt noch so ein rotes rein, denn passt das. Zumindest einigermaßen symmetrisch, ne? Sehr schön. Haben sie dort hier auch? So, das reicht ja jetzt eigentlich auch schon. Hier will ich nichts großartig hinhängen, weil sonst wird es hier echt eng. Wie gesagt, es ist nur so ein kleines Board. Die haben ja alles Wichtige hier. Passt doch. Dann ist die Bude von innen nämlich fertig. Allerdings möchte ich ja selbstverständlich noch von außen ein bisschen hübscher haben. Zählt zwar leider nicht dazu. Das kennen wir ja schon. Aber wir können es ja nicht ändern. Aber zumindest Rasen will ich gemäht haben. Die Maulwurfshügel will ich weg haben. Und das Haus einmal sauber gemacht haben. So, wo denn mal? Kriegen wir die? Ich glaube, die müssen wir so anklicken, ne? Ja. Wir müssen ja irgendwie die Maulwürfe hier loswerden. Scheinen sich ja sehr wohl zu wühlen im Brandgebiet.
haben wir dich. Sehr schön. Stand im Maulwurf hat die Villa verlassen. Naja, ob man das hier als Villa bezeichnen kann. Das bezweifle ich mal so ein bisschen. Haben wir noch Maulwurfshügel? Nee, ne? Gut, dann würde ich sorgen, wir hauen hier auch mal mit dem Rasenmäher rüber. Damit wir zumindest den Rasen ordentlich kriegen, spritzen einmal das Haus ab. Oh, und dann geht's auch. Weil, wie gesagt, das zählt ja leider außen nicht dazu. So, wir stellen mal hin, das Ding. Und wir mähen hier einmal den Rasen. So, der Rasen wird zumindest so einigermaßen gemäht. Es ist wirklich schade, dass das hier nicht dazu zählt. Aber irgendwie, ist das hier Dreck oder müssen wir mal gucken? Ja, ne? Ja. Machen wir das Haus jetzt noch ein bisschen sauber. Würde zugehen, dass wir außen alles mitmachen. Ganz ehrlich. Ich glaube, das werden wir auch machen müssen. Auch wenn es leider nicht dazu zählt, aber guck doch mal den Dreck hier an. Das kann ich doch nicht so lassen. Das geht nicht. Guck dir doch mal die Hütte an. Ich meine, auch wenn da jetzt kein Dreck mehr ist. Ne, wir müssen es von außen einmal machen. Das nützt alles nichts. Gucken wir einmal hier. Windy. Porneli. Ich glaube, das ist unter Porneli. Wieder machen wir ein schönes Holzhaus draus. Obwohl, naja. Schon makaber, hat vergebrannt, dann machen wir noch mehr Holz. Aber irgendwie finden wir überhaupt was für außen. Das ist alles innen, ne? Ne, hier. Guck mal, sowas wird hier aber passen, ehrlich gesagt. Auch wenn es eher Laminat ist. Ich hoffe, wir kommen da jetzt ohne Leiter hin. Ich habe es nämlich, glaube ich, schon wieder verkauft. Wir probieren es einfach. Hier draußen einmal rundherum ziehen, da sieht es ein bisschen sauberer aus. Und dann passt das auch. So, dann sind wir hier jetzt auch fertig. Sehr schön. Jo, denn postert. Wie gesagt, das zählt leider nicht dazu. Das Geld haben wir quasi umsonst ausgegeben. Aber ich konnte dich so nicht lassen. Ich kann doch nicht so ein dreckiges Schmodderhaus erlassen. Ich meine, das Dach selber sieht auch ziemlich ramponiert aus. Aber irgendwie ist das schon komisch, dass die eine Kante da mehr blinkt als das andere. Aber ich glaube, Dach können wir eh nicht machen. Wenn ich mich da nicht täusche, wurde mal, leg die mal wieder hin. Aber es sieht zumindest sauberer aus als vorher. So sieht es wieder modern aus, so sieht es wieder bezugsfertig aus. Innen ist es fertig. Sehr schön. Ist doch eigentlich auch relativ gemütlich geworden. Beschweren kann man sich doch nicht, ne? Wenn man bedenkt, wie die Bude vorher aussah. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, sie zu verkaufen, wa? Versteigere das Haus. Du hast das Haus gekauft für 30.573, okay. Verfügt über 36,94 Quadratmeter. Ja, Anzahl ist immer 4, das wissen wir, ja? Deine Arbeitszeit in diesem Haus beträgt 2 Stunden, 5 Minuten, 55 Sekunden. Gehen wir mal zur Auktion. Gucken wir mal, wie viel wir da letztendlich rauskriegen. Oh, die bieten aber gut. Die bieten sehr gut. Oh ja. Scheint ihnen zu gefallen. Der Raphael Muckis bietet am meisten. Genau ein Schlafzimmer, okay. Ah, er und seine Sauna immer, ne? So, Verkauf von Möbeln, gab ja ein bisschen Kleingeld, klar, Renovierungskosten, Kauf von Möbeln, da haben wir ordentlich Geld reingesteckt.
Aber letztendlich machen wir einen Gewinn von 9.359. Das würde ich sagen, hat sich gelohnt, ne? Also das Angebot werden wir annehmen. Definitiv. Das passt. Man bedenkt, das sieht doch jetzt schon deutlich besser aus. Wesentlich besser, denke ich. Ja. Da kann man sich nicht beschweren. Unser schönes Zuhälterschlafzimmer passt schon. Von außen sieht es zumindest auch ein bisschen sauberer aus. Also daher. Man bedenkt, was hier für Müll rumlag. Sehr schön. Freuen sich auch die Nachbarn, dass der Schandfleck aus der Nachbarschaft verschwunden ist. Und wir haben ihn gut Kohle gemacht. In meinem Haus muss es sauber sein. Ja, das muss in jedem Haus sauber sein, mein Freund. Die haben manchmal Vorstellungen. Wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Aber auch heute am Ende. Die Hürde haben wir fertig. Wir haben wieder 83.000. So langsam kommen dort die Moneten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.